Erste Generation der Augenlaseroperation. Darüber darf ich jetzt mit Dr. Detlef Breyer sprechen von Premium Eyes. Also genauer gesagt geht es darum, was ist Trans-PRK und seine Ableitungen davon, nämlich SmartSurf, Epilasik und Lasik. Das ist ganz interessant, in den 70er Jahren erst hat man sich an das Augenlasern gewagt. Man hat es natürlich bei Kurzsichtigkeit gemacht und da ging es noch ein bisschen rustikaler zur Sache. Man hat also sozusagen von der Hornhaut des Auges da oben etwas abgeraspelt. Das hieß PRK, also die photorefraktive Keratektomie. Da wurde wirklich geraspelt. Und dazu hätte ich gerne ein bisschen mehr von Ihnen, Dr. Breyer. Wie hat man das gemacht? Klingt ein bisschen interessant. Ja, ist auch interessant. Waren wilde Zeiten. Das waren so die Cowboy-Zeiten der Augenlaserchirurgie. Ich erkläre es einfach mal anfangs dem Patienten, wo wurde operiert. Wenn wir uns in die Augen sehen, dann sieht man das Klare, also die Scheibe des Auges. Und darum geht es. Das wird operiert. Und zwar hat man die oberste Schicht weggenommen. Absichtlich habe ich meine Zitrone genommen. Warum eine Zitrone sauer? Und die OP-Methode ist auch sauer, weil die irgendwann ordentlich wehtut. Habe die oberste Schicht weggenommen, hat drauf gelasert und dann musste das Ganze wieder zuwachsen. Das hat man entweder mit einem Messerchen gemacht, dann hieß es PRK, mit einer Lasik mit Alkohol gemacht oder einer Epilasik mit einem sogenannten Mikrokeratom. Oder die neueste Abwandlung, wie Sie sich da schon gesagt haben, die SmartSurf oder Trans-PRK, hat man einfach von oben nach unten durchgelasert. Allen ist aber zu eigen, wie man das bei der Zitrone sieht, oder man kann es auch hier beim Auge zeigen, man nimmt die oberflächlichste Schicht weg. Diese oberflächliche Schicht ist natürlich eine relativ große Wundfläche mit zwei Nachteilen oder drei Nachteilen. Eine Wundfläche, wenn der Schutz weg ist, wie bei der Haut, hat ein erhöhtes Risiko, eine Infektion zu bekommen. Zweitens, wenn die oberflächlichste Hautschicht weg ist, habe ich natürlich Schmerzen. Das kennen wir alle, wenn wir uns eine Schürfwunde zugezogen haben. Das ist vielleicht der beste Vergleich auch, das ist eine Art Schürfwunde auf der Hornhaut. Und das Dritte ist, wenn alles zuheilt, werden viel Faktoren ausgeschüttet, die eine Entzündung machen. Die versucht man natürlich mit Tropfen zu mildern. Aber dadurch kann es auch zu vermehrter, im Fachbegriff heißt es Haze, sagen wir mal Narbenbildung, gräulicher Narbenbildung nehmen, die später bei den Patienten Blendungen verursachen. Das versucht... Zum Beispiel auf der Straße nachts, ne? Genau, wenn ein Auto entgegenkommt und dann sieht man plötzlich so riesige Lichtpunkte. Ja. Man hat dann versucht, auch erfolgreich versucht, das Ganze mit einem Krebsmedikament, man nennt es MMC, zu behandeln, dass die Zellteilung nicht so schlecht ist. Aber ich glaube, der gesunde Menschenverstand sagt schon, eigentlich ist es nicht das Schönste, was man haben kann, sondern da sind eine Menge Kompromisse drin, A für den Chirurgen und B sicherlich für den Patienten, der über 4 bis 6 Tage wirkliche Schmerzen hat. Nicht während der OP, aber danach 4 bis 6 Tage. Und die Seherholung, bis es zugewachsen ist, bis es perfekt glatt ist, dauert auch zwischen, je nach Methode dieser Abwandlungen, zwischen 2 bis 6 Wochen. Und das ist in der heutigen Zeit kaum tolerabel. Auf der anderen Seite muss man ehrlich sagen, wenn jemand durch diese Leidenszeit durch ist, keine Infektion bekommen hat, keine Narbenbildung, dann ist das Endergebnis gut. Ja, aber trotzdem finde ich, da es neuere und bessere Methoden gibt, sollte das nur noch eine Reservemethode sein, die man zum Beispiel bei medizinischen Gründen nimmt. Also nur, damit man nochmal versteht, warum eigentlich diese Zitronen-OP stattfindet. Also man flacht die Hornhaut ab, egal jetzt mit welcher Methodik, bei Kurzsichtigkeit, damit der Brechungswinkel des eintretenden Lichtes ebenfalls abgeflacht wird und damit
die Lichtstrahlen sich auf der Netzhaut bündeln und nicht davor, wie es bei dem zu langen Augapfel der Kurzsichtigen ja der Fall ist. Genau. So, und bei der PRK, ist das wirklich gut gelungen oder ging da auch mal was daneben? Also man muss sagen, dadurch, dass die Methode die älteste ist, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das war sicherlich anfangs so, dass man lange brauchte, bis man die optimale Art und Weise gefunden hatte, wie man das mit dem Laser macht. Also in welche Krümmung er abträgt, wie man die Punkte setzt, wie groß man die Punkte macht. Es hört sich alles immer simpel an, ist es aber gar nicht. Also es ist dann en Detail, ist es technisch schon wirklich schwierig. Aber wenn man jetzt den neuesten Stand der PRK nimmt, muss man sagen, erzielt man hervorragende Ergebnisse. Eben dann, wenn der Patient bereit ist, diese Schmerzen in Kauf zu nehmen, eine erhöhte Infektionsrate oder man keine andere OP-Methode nehmen kann. Wenn das alles zusammenkommt, ist die PRK am Ende dann doch eine gute Methode. Also man muss sehr, sehr differenzieren, für welchen Patienten nimmt man welche Methode. Das ist eigentlich die Kunst. Mein chirurgischer Mentor hat mir immer gesagt, man braucht 10 Jahre, um ordentlich operieren zu können, aber 15 Jahre, um die richtige Indikation für die richtige OP zu stellen. Also man muss schon sagen, die Risiken und Nebenwirkungen bei der PRK, die waren nicht unerheblich. Ja, so ist es. Deshalb hat man ja auch versucht, mit den Folgemethoden das ein bisschen abzumildern. Also der EpiLASIK, der LASIK, Trans-PRK oder SmartSurf. Was die Sachen anbelangt, die den Patienten treffen, sprich die Schmerzen, die Seherholung, eventuelle Blendung, hat man das ein wenig besser gemacht. Aber eigentlich muss man sagen, die Folgemethoden aus meiner Sicht waren ein relativ erfolgloser Versuch. Also ich möchte gerne das Thema Schmerzen nochmal aufgreifen und ich denke, das ist für die Patienten einfach auch eins der ganz Wesentlichen. Ich hatte mal, als ich im ZDF viele Jahre lang Heute-Journal und andere Nachrichtensendungen moderiert habe und den ganzen Tag in dieser trockenen Klimaanlagenluft war mit meinen harten Kontaktlinsen, dann hatte ich mal einen Riss in der Hornhaut. War irre schmerzhaft. Ich musste auch Augenklappe tragen und konnte natürlich auch nicht vor die Kamera. Muss ich mir die Schmerzen bei der PRK so vorstellen? Wenn man ehrlich ist, sogar noch schlimmer. Warum? Weil der Riss, der unter eine Kontaktlinse ist, durch die Kontaktlinse ja schon geschützt wird. Sie haben das wahrscheinlich auch gemerkt, in dem Moment, wo Sie die Kontaktlinse rausgenommen haben, wurde es nochmal schlimmer. Jetzt muss man sagen, ein Riss ist ja wahrscheinlich in der Dicke eher so, also nicht so dick. Und bei der PRK trage ich ja eine ganze Fläche ab. Also es ist tatsächlich wirklich ein Wundschmerz. Und der beste Vergleich ist, ein Riss hier geht, tut auch schon weh. Es ist unangenehm, wenn ich aber eine ganze Fläche der Haut abziehen würde, tut es natürlich deutlich mehr weh. Deshalb ein mittlerweile über viele Jahre guter Freund von mir, der Erfinder der Augenlaserheilkunde, der Professor Sir John Marshall, sagt mal bei einem Vortrag, und der Vergleich hat mir sehr gut gefallen, PRK is for the heroes of the past. Und da wäre ich jetzt nicht dabei. Die Methode hätte ich nicht gewählt. Gut. Ja, macht auch niemand mehr freiwillig. Also ich mache es tatsächlich nur aus medizinischen Gründen. Ja. Wirken eigentlich Schmerzmittel? Man kann es mildern, aber so richtig nicht. Ja, also es ist tatsächlich so, die Patienten, am liebsten gehen die nach Hause, legen sich hin und machen die Augen zu. Ja. Und dann tut es immer noch weh. Und dann tut es immer noch weh und dann ist es ja so, muss man auch sagen, Patienten sind auch ganz unterschiedlich schmerzempfindlich. Also manchmal gibt es welche, wo ich einfach nur staune, wie gut die damit umgehen. Und andere haben wirklich tief zugeschwollene Augen, das tränt die ganze Zeit, die sitzen vor einem, da leidet man mit. Es scheint wirklich Menschen zu geben, die haben eine deutlich heraufgesetzte Schmerzschwelle und deshalb tut es ihnen relativ wenig weh. Aber die meisten leiden. Gut, dass es 3 Generationen von Laser-OPs gibt. Können Sie die alle bei Premium Eyes machen? Tun Sie das auch? Sie bevorzugen aber sicherlich Relax Smile. Das ist so, bei Kurzsichtigen auf jeden Fall. Ich persönlich würde ja auch nur zu jemandem gehen, der alle Methoden beherrscht. Also nicht nur die Lasermethoden, auch die Linsenimplantationsverfahren. Es kann einen ja im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, jemand nur perfekt beraten, der völlig unabhängig ist. Sowohl von der OP-Methode als auch von den Firmen. Und deshalb war es schon immer mein ganz großes Ziel,
alle Methoden zu beherrschen und auch völlig firmenunabhängig zu sein, dass der Patient, wenn er zu uns kommt, einfach das für ihn individuell Beste bekommt, also wie so einen Maßanzug. Und wenn man sich die Geschichte der Medizin anguckt, die meisten kennen das noch früher, Blinddarm-OP, Riesenschnitt oder irgendwas an der Galle. Heute sind es 1, 2, 3 kleine Löcherlein. Warum? Es ist komfortabler, es tut nicht so weh, es ist sicherer, es hat weniger Komplikationen. Im Endeffekt ist auch die Augenheilkunde, hat sich genauso entwickelt, von der PRK mit dieser großen Wundfläche über die LASIK Smile hin zur Relax Smile, die eben nur noch minimal invasiv ist. Deshalb ist es ganz sicher so, Relax Smile ist einfach die Methode der Zeit. Ja. Und der Zukunft. Und der Zukunft, genau. Wie im Forbes ja stand, in einem sehr schönen Artikel, den wir schon mal erwähnt hatten. Ja, genau. Ja, dann schauen wir uns doch gleich die zweite Generation der Laser-OP-Geschichte an, nämlich LASIK. Gerne.